Was sehen meine Augen da? Welch Anmut führt ihr in mein Zelt? Was für eine charmante Begrüßung. Es gibt also doch Benehmen und Lebensart in diesen Landen. Zwei Kamele, schlagt ein, solange ich noch nicht wieder bei Sinnen bin. Wie bitte? Unerhörtheit, was nimmt er sich heraus? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Die Reise ins All. Beim letzten Mal haben wir uns hier in diesem Dörfchen einsandeln lassen. Ne, wir haben uns hier umgeschaut und wollen jetzt zu dem Scheich oder was das war und mal schauen, was der so zu sagen hat. Hi! Kochen ist nicht die Kunst, sondern das Warmhalten. Okay, in der Wüste, alles klar. Zum Glück hat mein Mann einen ordentlichen Appetit. Ich wüsste sonst gar nicht, womit ich mich den lieben langen Tag beschäftigen sollte, ne? Der Grub fängt lediglich den gelegentlich träufelnden Sand auf. Okay. Wie reizend, ein ganzer Krug voller bunter Bänder. Das sind getrocknete Lammdärme, gnädigste. Okay. Zündmittel, cool. Gottlob gibt es kleckernde Ehemänner. Andernfalls wären Gerätschaften wie diese völlig sinnlos. Hoffentlich ist die Woche bald herum. Dann bin ich wieder mit dem Abwasch an der Reihe. Ach, es geht doch nichts über ein wenig Abwechslung. Welch Wüstenwind hat euch in diese meine Oase geweht, Fremde? Mit Eindringlingen verwahren wir... Was sehen meine Augen da? Welch Anmut führt ihr in mein Zelt? Was für eine charmante Begrüßung. Es gibt also doch Benehmen und Lebensart in diesen Landen. Zwei Kamele, schlagt ein, solange ich noch nicht wieder bei Sinnen bin. Wie bitte? Unerhörtheit, was nimmt er sich heraus? Mein Täubchen ist mindestens 5 Kamele wert. Da weiß ich doch ja gar nicht, worüber ich noch wütender sein soll. Darüber, dass du dich auf einen Schacher über mich überhaupt einlässt, oder darüber, dass ich bei dir auf einer Ebene mit 5 Kamelen rangiere. Also gut. 3 Kamele für diese Sprösse Rose der Wüste. Hört mir eigentlich niemand zu? Ich bin nicht zu verkaufen. Natürlich sind sie das nicht, gnädigste. Wir haben uns schließlich so sehr an sie gewöhnt, ja. Der Grund unseres Hierseins, werter Scheich, ist ein ganz anderer. Also keine vierte Ehefrau? Wir kommen zu einem geringen... zu keinem geringeren Nutzen, als ihnen die Unsterblichkeit zu verschaffen, großer Scheich. Ach so? Die Unsterblichkeit? Fahre fort, Fremder. Wahrhaftig, das ist eine Gabe, die mich sehr interessiert. Es ist eine Prüfung. Bestehen Sie sie, wird Ihr Name weitergetragen. Als selbst der Wüstenwind blasen kann. Ja, ja, weiter, noch so viel weiter. Ihnen winkt zeitübergreifender Ruhm. Die Achtung der Stämme. Ein Platz in den Träumen der Zukunft. Ja, ja. Ach so, eine Allegorie. Ich hatte eigentlich etwas Handfestes für das Hier und Jetzt erhofft. König von Bakschisch. Herr Professor, lassen Sie sich nicht zu Versprechungen hinreißen, die entschieden zu hoch gegriffen sind. König von Bakschisch. Ha, das wäre was. Wie oft haben diese hochnäsigen Städter auf mich und meine stolzen Wüstensöhne schon herabgesehen. Oh, aber von einem König müssten sie die Knie beugen und sich im Staube winden. König Hussein. Ha, ha. Was muss ich tun? Aha, Operationsplanung steht an. Übernehme hier. Also, folgende Lage. Verfügen bereits über Sprengwerker, Kanoniere und Mineure, um die Mauern Bakschisch zu beschießen. Brauchen bloß noch ihn und seine Männer, um die geschlagenen Breschen auch benennen zu können. Einen Moment, ich soll Bakschisch stürmen. Bakschisch? Die von Krummsäbeln strotzende Metropole? Exakt! Die Stadt, in deren Tiefen sich die schrecklichen Djinne mit ihren Waffen des Teufels eingenistet haben? Jawohl! Grundgültiger, Herr Leutnant. Verstehen Sie das unter Überzeugungsarbeit? König Hussein. Dem Sieger steht natürlich die Beute zu, so ist es Tradition. Ich mach's! Wie bitte? Einfach so? Keine Einschränkungen, Vorbedingungen oder andere erst zu erfüllende Dinge? Ah, wenn du erstaunt bist, bist du noch viel begehrenswerter. 4 Kamele!
der Angriff, werter Scheich, bleiben wir erstmal bei diesem Thema. Und gestatten Sie mir, Ihnen schon einmal für Ihren vorbildlichen Kooperationsgeist zu danken. Ich gestatte es. Da wäre nur noch eine Kleinigkeit. Ach, ich wusste es. Ich kann das Groß meiner Männer nicht aus der Oase entsenden, solange uns ein entsetzlicher Feind bedroht. Auch in diesem Moment patrouillieren meine stolzen Krieger durch die Wüste, um uns vor dem Gegner zu warnen. Was für ein Gegner? Er ist der eingeschworene Feind eines jeden aufrechten Beduinen. Er ist uns gegenüber ein blindwütiges Wüten verfallen. Morden fährt er durch unsere Reihen. Nein, bis der Feind nicht zur Strecke gebracht ist, ist ein Angriff auf Bakschisch ganz ausgeschlossen. Und was wäre das, wenn wir dieses Problem für Sie erledigen, hm? Das wäre ganz wunderbar. Aber meint ihr, ihr könntet es mit unserem Feind aufnehmen, an dem schon so viele meiner Männer gescheitert sind? Lasst das mal unsere Sorge sein. Haben schon ganz anderes Lärm gekriegt. Sagen Sie uns einfach, wo wir Ihren Widersachen aufspüren können. Ihr wollt in die Höhle des Löwen selbst? Seid ihr die Helden oder Narren? Na, wenn ihr meint. Ich zeichne euch seine Position auf. Seht, da könnt ihr ihn finden. Eure Karte wurde aktualisiert. Versucht euer Glück, aber ich befürchte, euch Lebewohl sagen zu müssen. Schnickschnack, bin im Handumdrehen wieder da. Ha! Das wäre ja noch schöner. Also, das kriegen wir schon, blattes Vieh. Ja, kann leider nicht hier in die Wüste hinaus. Muss also den unteren Ausgang nehmen. So, so. Da gibt's in die Höhle zu den drei Fragezeichen. Aber zu denen wollen wir jetzt noch nicht. Ist das hier der Shop? Nee. Kein Shop. Ich will erstmal noch in den Shop gucken, nämlich. Hier gibt's doch bestimmt einen Shop. Nee. Sieh hier, ihr fünftes Kind ist ein Nervenknips, ne? Das wissen sie aber, oder? Ja, ich muss weg, der Nervenknips kommt. Tschüssi! Ach nee, hier oben hatten wir Leerläden, stimmt ja. Was soll das heißen? Es wäre garantiert nicht. Sieh mich einmal an, du Wäschepfuscher. Ich habe jetzt noch nur noch alles in grün. Pfö. Ach, Zitrusdings da. Sie waren das, ne? Was haben Sie denn so? Nichts Sinnvolles. Medizin und Balsamöl wären halt vor allem interessant. Balsamöl auf jeden Fall interessant. Bam. Mundsalbe brauche ich nicht wirklich. Habe ich auch noch 18, aber ich nehme trotzdem 2, einfach damit ich eine schöne Zahl habe. Medizin. Ja, komm, gib her. Riechwasser. 5. Gib einmal her. Gegengift mag ich sehr. Badekur auch. Aber davon habe ich noch genug. Wunderwasser. Okay, krass. Ich habe sogar noch ein Wunderwasser. Krass. Habe ich noch was zum Verkaufen? Irgendwas, Ja, komm, der alte Säbel. Weg damit. Pistole lassen wir mal, Elektroelle lassen wir auch mal, Kettensäge auch, Schnaps, leere Flasche, Poliermittel, Dinozahn. Beliebt bei Sammlern. Jetzt müsste ich nur noch Sammler finden. Warte mal, wir haben doch bei denen ganz viele Sammler gefunden, oder? Alraune, krass. Ja, aber wirklich was Sinnvolles zum Verkaufen haben wir nicht. Sehe ich das richtig? Nee. Schade eigentlich. Naja, gut. Was? Belohnung. Gesucht wird ein Mann mit weißem Turban und blauem Umhang, die er beide leider nicht mehr trägt. Cool. Palast geht jetzt gerade drunter und drüber. Was ist da nur geschehen? Geht weiter, Fremder. Mir reicht schon die Aufregung in meinem Rücken. Da brauche ich nicht noch eine neugierige Gaffer. Okay. Darauf wurde also reagiert. Cool.
Okay, okay. Eine super Suchbeschreibung. Gesucht wird die und die Person, aber das, was wir hier angeben, das trägt dann immer. Sehr schön. Wirklich sehr, sehr Nervenzwerg. Ach, nun tut mir das pelzige etwas schon etwas leid. Ja, der soll einfach sich ein Nervenzwerg beschäftigen, der Affe, dann gewinnt er auch mal. Nee, was sollten wir jetzt eigentlich hier machen? Ach genau, die Höhle stürmen. Schauen wir mal kurz rein. Allmächtiger, der Scheich hat wahrhaftig nicht übertrieben. Hier scheint in der Tat ein Monstrum zu hausen. Wahrscheinlich ist das Monstrum am Ende ein totaler Witz. Oder? Ich speichere lieber mal schon mal ab. Man weiß ja nie, was mal vorkommt. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Du erinnerst mich an diesen einen General oder was das war von Fullmetal Alchemist, ne? Naja, aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wollen wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play die Reise ins All. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.